Der Quest heißt Die alte Heimat. Servus miteinander, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge Starfield. Wir gehen endlich in unserem Hauptquest weiter. Ja. Wie kommt denn die stürmische Frisur zustande, wenn sie nicht vor dem Fleck kommt? Broken Spear. Ja, das ist jetzt unser Bar. Und der Check, natürlich gibt es einen Check. Es gibt immer einen Check. Es gibt immer einen Check. Wir schalten uns wieder ab. Schalten uns wieder ab. So, jetzt. Hier, deswegen, ich suche nach Vanguard, ein neuer Name. Hat man das nicht schon gehabt? Nee, ist nicht ausgegraut. Komm mir so bekannt vor. Der war lange nicht hier. Ist vor einer Ewigkeit auf Patrouille geflogen. Wird wohl bald Zeit, ihm zum Gedenken einen Drink auf die pechschwarze See zu kippen. Ja, wenn du seine Metroidenrudel kennst, könnten wir ihn aufspüren. Ich lasse deinen mutigen Soldaten, ist okay, von ihnen zu finden. Dienst du? Ich kenne das Gefühl, aber man gewöhnt sich daran, Leute zu verlieren. Ich diene nicht. Hey, einem Mitmarsianer will ich natürlich helfen. Vor allem, wenn er verschwunden ist. Aber, Er hat einen Deckel und man weiß nicht, ob er zurückkommt. Mhm. Es ist viel Geld, okay? Ich hab's ihm lange durchgehen lassen, weil er Stammgast ist. Aber wenn ich die Credits nicht kriege, habe ich ein Problem. Ja, deswegen suchen wir ihn ja. Komm, also wir können ja... Pass mal auf. Machen wir da weiter, wo du zu... Ist das du lügst? Achso, weil sie dabei ist. Ich weiß nicht, ob sie jetzt deswegen einspringt oder ob das jetzt schlecht ist. Ich mach das mal. Das Spiel kenne ich. Machen wir da weiter, wo du zugibst, dass du lügst, was seine Schulden angeht. Nennst du mich etwa einen Lügner? Ah, oben kommt ich der Tooltip, ja. Beide aus der Bar. Ach bitte, zwei Fremde kommen von woanders her und wollen Infos, die nur du hast? Klar sieht man darin eine Chance. Würde doch jeder. Geh mit dem Preis runter. Sonst finden wir einen anderen Weg, an die Infos zu kommen. Schön. Kommen wir da jetzt nochmal drauf? Hey, in Cydonia leben ist hart genug. Mach mir nicht noch ein schlechtes Gewissen. Um einen Person zu überzeugen, musst du erfolgreiche Entscheidungen treffen. Dabei kannst du aus Schmeicheleien, Ablenkung oder sogar Bedrohung wählen. Jede Wahl weist eine bestimmte Schwierigkeit auf. Je höher diese ist, desto eher scheiterst du, aber desto mehr Punkte erhältst du beim Erfolg. Du hast nur eine begrenzte Anzahl von Entscheidungen. Ich kenne so etwas Ähnliches noch von Oblivion, aber da waren es vier unterschiedliche Richtungen, die man gehen kann. Scheit doch nicht, wenn du mir alles erzählst. Ja, ich verstehe schon. Ich brauche nur noch zwei. Laut unten brauche ich nur noch zwei. Und vielleicht wird er nicht gefunden. Mist. Und mein Geld ist auf jeden Fall weg. Komisch, obwohl es grün war. Jetzt haben wir keine Chance, jetzt müssen wir das machen. Geht nicht. Leider. Okay. Jetzt reicht's. Alles klar. Wir hatten einen Rabatt vereinbart, oder? Ist doch alles da? Okay. Schade, wo es grün war. Reden wir. Naja. Als er das letzte Mal hier war, hat Moara ständig was von der Göttin der Liebe gegrölt. Lieder gesungen. Sowas alles. Venus? Das ist nur ein Planet. Keine ganze Patrouillenroute. Mehr habe ich nicht, okay? Oh, wow. Wahnsinn. Super. Schön. Dann muss das reichen. Das war ja ein super Tipp. Das war ja der beste Tipp des... Also, ja, ich bin überall beeindruckt. Begib dich zu Venus. Ja, dann. Also, ab hier... Ja, Vorsicht mit der Ausrüstung. Überhaupt Ausrüstung? Haben wir irgendwas vergessen? Das letzte Mal wollte ich mich umziehen, hab's aber nicht gemacht. Pass mal auf. Der Chamäleonanzug ist da. Irgendwas. Stimmt, das Ding wollte ich anziehen, ne? Genau. Und sonst, glaube ich, war's das. Ich wollte. Nee, passt. Ich glaube, es passt jetzt. Was das alles? Ach so. Den Helm haben wir ja auch neu, genau. Okay, mir passt. Ja. Naja. Also Leute, auf geht's endlich mal wieder runter vom Mars. Obwohl, eigentlich hat's mir gefallen. Also bloß, weil wir unsere Kryo-Basis da gemacht haben. Sonst wäre es ein bisschen ein fader Geschmack für unsere ersten richtigen Planeten. Das andere war ja eine Stadt, das war jetzt... Das hat nicht gegolten, also das gültet nicht. Nee, da war ja auch Planet ausnommen, aber irgendwie hat es sich nicht so angefühlt. So. War es zu voll, zu viele Menschen. Überhaupt Menschen?
Ich habe es gar nicht so richtig gecheckt, aber wann war es denn? Gestern, heute? Frag mich ein Arbeitskollege und Starfleet, und wie viele Rassen gibt es da? Und ich so, also ehrlich gesagt, Menschen und Roboter? Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es da irgendwie Außerirdische noch gibt. Schauen wir mal. Und wisst ihr was? Wir gehen jetzt nochmal rein und reden mal ganz kurz mit unseren... Ja, ja, das magst du einfach. Oder war das irgendwie so ein... Ah, eine Anspielung. Erstes. Aussortieren, weil wir später sonst wieder fluchen, dass wir zu wenig Platz haben. Herz des Mars bleibt natürlich hier, bis wir... Was heißt denn ablegen? Nee, nee, warte mal. Ist es falsch? Okay, pass auf. Ich muss... Da war es gerade nochmal. Ich muss H, dann muss ich Frachtraum, dann... Das ist schon ein bisschen blöd gemacht. Wir hauen unser Zeugs raus, nicht, dass ich wieder... Das kann ich gar nicht rauswerfen. Nicht, dass ich wieder sage, kein Platz. Lagern. Masse 10 ist natürlich heftig. Alles Notizen. Notizen haben kein Gewicht. Die Hilfe hat Gewicht, das ist klar. Kleidung brauchen wir bloß einmal. Und sonst sind wir... Stehen wir ganz... Waffen... Doch, passt. Cutter müssten wir halt nochmal. Irgendwie mal schauen. So. Was habe ich hier eigentlich? Eine Forschungsstation. Da müsste ich jetzt Zugriff haben auf Sachen, die ich auch... Es ist lauter draußen schon wieder. Die ich einfach im Schiff habe, ne? Also da... Leistungsboost. Da kann ich jetzt... Ja. Was ist das? Was ist das? Halt der Mund! Was ist das? Fertigung 1. Ist das ein Gerät? Was ist das? Projektor folgen. Wählen zu. Ich weiß nicht, was das ist. Es ist Fertigung 1. Gut. Hier habe ich halt Gartenbau. Da habe ich Fertigung 1. Okay. Helmmods. Helmmods ist auch nicht schlecht. Anzugmods ist noch blockiert. Da braucht man ja unseren Booster oder irgendwas, wird es dann da sein. Und da sind Laufmods. Optik und Laser. Pass mal auf, dann machen wir mal Helm. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Mach halt einfach alles rein. Kannst du nicht alles auf Projekt verfolgen? Mach doch einfach alles rein. Ah, und das fehlt mir jetzt. Kosmetik und Polymer fehlt mir. Okay, dann kann ich es also gar nicht machen. Warum zeigt er mich nicht an, was ich... Achso, da unten steht es. Material verfügbar. Ausrufezeichen. Adapt. Riesen. Lichtmittel. Lichtmittel müssten wir eigentlich genug haben. Warum muss ich das so komisch auswählen? Warum kann ich das nicht einfach... Jetzt. Einen Rahmen habe ich jetzt nicht genug, ja? Kann ich das vielleicht verfolgen? Nee. Kann ich nur das verfolgen? Kann ich das irgendwie auswählen, dass ich das herstellen kann? Oh, wäre auch cool, ne? Adaptive Rahmen, hört sich so an, als ob man es herstellen könnte. Was ist da so? Bootcase haben wir alles nicht. Okay, das ist auch noch, das ist, da muss man auch erstmal reinlesen. Das ist nicht so ganz so, ich sage, oh, das ist aber jetzt klar und logisch. Ja. Muss ja nicht immer alles so. Sonst wäre es alt, ne? Sonst wäre es Navigationskonsole. Ja, ist super. Habe ich mir schon gedacht, dass es sowas ist. Ist schon gut. Muss ja nicht immer alles altbekannt sein. Und da drüben ist nichts. Es ist ein ziemlich kleines Raumschiff. Ja. So, mein Freund. Ja, mein Captain. Ausrüstungs- Aber sicher doch. Ich bin der Kurator deines Item-Museums. Was? Riesiger Fan hat Outfit Neo City Gauner. Lass mich in Ruhe. Ich hab gedacht, das schenkt uns was. Stand es sich irgendwo? Wenn du noch mal reden möchtest. Also klar. Wir gehen jetzt zur Venus. Los geht's. Die Venus ist hier. Genau. So. Muss ich vielleicht doch nicht zur Venus, sondern nur... Doch, begib dich zur Venus. Wir fliegen jetzt einfach hin. So. Hallo, was haben wir denn hier? Ich kann nicht steuern. Siehst du diese Gruppe von Schiffen?
Ida? Baron von Hattika. Schon mal einem begegnet? Ihre Gottheit ist die große Schlange, die Ungläubige verschlingt. Was passiert wohl, wenn sie uns entdecken? Nein, keinerlei Signale. Und wenn sie hier ein Vanguard-Schiff gesehen hätten, wären sie auch nicht so ruhig. Mhm. Nein, aber etwas anderes vielleicht. Mhm. Es schwebt ein UC-Satellit beunruhigend nah an diesen Baron-Schiffen. Mhm. Wenn wir nah genug herankommen, können wir die Logs herunterladen und herausfinden, wohin unser Vanguard unterwegs war. Also eigentlich wäre ich das hier, ne? Also ich bin sowieso jetzt gerade im Pausenmodus. Ich habe keine Ahnung, ich kann hier nichts machen. Nicht so schnell. Wir sind allein und sie zu dritt. Mhm. Minimieren wir die Energie. Schleichen wir. Vielleicht bemerken sie uns nicht. Ich weiß nicht, ob das aber, wenn sie sagt. Ja, im schlimmsten Fall kämpfen wir. Wenn sie es sagt, dann machen wir das natürlich. Fahre die Schiffssysteme möglichst weiter runter, um nicht entdeckt zu werden. Systeme wie Waffen und Schilde verraten dich. Um dich so gut wie möglich zu verbergen, fahre alle Systeme runter, bis auf ein oder zwei Balken beim Antrieb. Und halte dich von Gegenschiffen so weit wie möglich. Gib die Entfernung von maximal 500 zuerst annehmen, damit du wirkst. Je. Ich habe jetzt erstmal auf Versehen das runter. Na gut, ist ja auch egal. Mal halt so. Dass man da nicht irgendwie... Ja, ja. Ich hätte da gerne. Was ist denn der Satellit? Zwischen Weltraumzielen durchzuscheiden. Satellitbank. Fliegen die nicht auf Sicht? Ich meine, ich fliege auch auf Sicht, ne? Siehst doch irgendwie. Gott, ist ja weit weg. Ist das super weit weg? Oh, große Schlange. Segne diese Gemeinschaft, damit wir Jinan Varun folgen können. Er sprang aus dem Sol-System ins Jenseits und berührte deine Großartigkeit. Ich will nicht wissen, was er berührt hat. Die Wahrheit über die Verhüllung, die kommende ewige Umarmung. Du belohnst die Versprochenen und verbannst die Verfluchten in die Schatten. Ja, das dauert auch noch ein bisschen. Schöne Folge. Schöne Folge. Wir schleichen jetzt schon im Raumschiff. Das wird man nie mehr brauchen. Das wird man nie mehr brauchen. Es sagt uns jetzt das Spiel, wir können das tun. Aber sind wir ehrlich? Das spielen wir eigentlich nicht. Ist ja gesagt, zwei geht auch, ne? Das nenne ich wirklich gleich. Alter Schwede. Endlich mal wieder schön Effekt. 300 Meter waren es 3000. Das waren 300. Die Sonne geht auf. Ach ja. Ja, und sonst so, Leute, erzählt mal was von eurem Tag. Wir schleichen im Raumschiff. Ich wüsste nicht, dass ich das schon mal in einem anderen Spiel gemacht habe. Das ist ein... Das sieht aus wie ein... Ja gut, das lädt von mir aus. Eigenwillige Bauform, aber es sieht aus wie ein Tor. Ein Ring. So langsam, wir wollen nicht unbedingt dagegen fliegen. Wir sind jetzt fast bei 300. So, jetzt sind wir bei 300. Hier ist Vanguard Moara und alle Schiffe der UC. Ich bin unterwegs zur Nova Galactic Sternwerft im Orbit des Erdenmonds. Ja, das ist mir klar. Aber ich brauche Teile für Notreparaturen. Hoffentlich ist noch nicht alles völlig leergeräumt worden. Das ist nicht gut. Die Erde und alles ringsherum wurde vor Ewigkeiten verlassen. Und in den alten Sternenwerften wimmelt es von Spacern und Plünderern. Mhm. Gut, heißt das, wir müssen jetzt wieder weg? Ja, ne? Weg? Wir müssen hin, dahin. Zur Erde.
Heute, ohne Mist, ich habe heute eine Schlagzeile, Online-Magazin gelesen. 3 Tage alt aber schon. Spieler haben die Erde entdeckt in Starfield. Wow. Wow, wirklich? Ich habe noch nicht mal auf den Link geklickt, das war mir zu blöd. Kurs festlegen. Reisen. Die versuchen wirklich alles mit Starfield irgendwie X zu bekommen. So, also wieder hoch den Bums. Da, die Nova Galactic Sternenwerft. Bin wieder auf Pause. Immer noch beim Mond der Erde. Hier wurden die ersten interstellaren Schiffe hergestellt. Die Module werden immer noch verwendet, obwohl die Sternenwerft seit langem stillsteht. Mal sehen, ob Vanguard Maora in dieser Sternenwerft ist. Ich will auf dem Mond spazieren gehen. Jo. Also, wenn du einen kleinen Umweg machen willst, ich habe nichts dagegen. Echt? Vergiss nur nicht, dass wir Vanguard Maora und das Artefakt finden müssen. Nee, Leute, wir machen jetzt ausnahmsweise, du kannst an den meisten Sternenstationen Schiffen andocken. Wir machen jetzt ausnahmsweise wirklich mal straight einen Quest von der Hauptquest. Du musst das Schiff in deinem HUD anwählen und dann nah genug heranfliegen, damit der auf. Das hat man schon. Durch die eine Quest, wissen wir das schon. So, du kommst auf jeden Fall auch. 2 Antrieb. Ja, doch, klar. Auf jeden Fall, wir müssen hinkommen. Rufen? Komm, wir rufen auch mal. Hallo? Nein? Keiner zu Hause? Was ist ein W pro Sekunde beim Tempo? Was ist ein W? 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 Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht denken. So, andocken, rein damit. W? Oh Gott, ich kann es mir nicht herleiten. Sein, dich zu sehen. Ich dachte schon, jetzt spricht der irre Pirat von der Station oder so. Aber es war nur unser Superfan. Aufstehen, abdocken, einsteigen. Sarah, du bist ja dabei, ne? Gut. Ach schön. Lassen wir die Kiste abheben. Wie? Was soll man denn jetzt abheben lassen? Ist doch eine Station, oder nicht? 2 Schritte rein und schon haben wir eine Leiche. Okay. Das ist ein Snaps Alpha. Gesucht und da kam jemand anders, um Hallo zu sagen. Du wirst noch wow, das funktioniert. Bruce begegnen. Funktioniert. Die plündern verlassene Anlagen und erschießen alle, die ihnen in die Quere kommen. Sarah, wir sind nicht von gestern. Ach, Spacer. Verzweifelte Sorry. Gruppen, die plündern und töten, um zu überleben. Ich dachte jetzt Piraten, aber Spacer ist wahrscheinlich was anderes. Ist wahrscheinlich einfach was anderes. Aber im Prinzip ist das Gleiche. So. Da wir jetzt ein bisschen tatsächlich Material brauchen, um unsere Forschungssachen voranzubringen, muss ich darauf vielleicht ein bisschen mehr achten. Und zwar das Lehrling, Aubi. Kann man das packen? So, einmal so. Das gibt ja bloß das. Könnte aber auch den hier nehmen. Kann man nicht. Könnte aber auch den hier nicht nehmen. Wir machen das jetzt einfach. So. Dann hätten wir den hier, nein. Und den hier, nein. Den erst recht nicht. Gar nicht. Eieieiei. So, den hier vielleicht und dann. Jetzt passt ja gar nichts mehr. Ja, das ist ja Mist. Da ist ja richtig am Anfang schon verkackt. Ich mach's jetzt trotzdem mal. Nö. Nee, komplett vergessen. Jetzt schon verkackt. Da ist ein Schlüssel verwenden. Ah, okay. Also müssen wir jetzt gucken, dass wir. Oh Gott, kommen wir da überhaupt noch zurecht? So richtig gar nicht, ne? Wie kommt es das so, als hätte ich gar keine Chance? Hm.
Nee, irgendwie fehlt mir da der Durchblick. Aber doch, das würde jetzt passen. Und der würde ja hier passen. Aber dann passt das ja nicht. Oh Gott, ist das ein Bums hier, ey. Sag's mal. So, pass auf, und da hätte ich ja die zwei, aber die habe ich halt einfach nicht. Okay, vergessen wir's. Ah, würde ich nicht streamen, würde ich's machen, aber so. Nee, komm, Leute, irgendwie müssen wir vorankommen. So, was haben wir hier? Ich habe keine Ahnung, was das alles ist. Wir müssen immer noch herausfinden, wo Wang. Okay. Kannst du bitte weggehen, wenn ich hier loote? Danke. Dann haben wir einen Notizblock, Computer und so weiter. Dann haben wir noch mal einen Dietrich, den wir verbraucht haben. Geh weg! Kann man hier eigentlich Sachen einfach aufheben? So wie früher? Jetzt schieße ich ja, wenn ich drauf drücke, ne? Wenn ich E drücke? Nein. So wie in Skyrim, meine ich so. So, was ist so? Na doch! Es geht! Gut. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass es nochmal lädt. Da schießen sie schon. Irgendjemand ist hier. Oder irgendwas. Ja. Okay, da haben wir hier auf jeden Fall kurz mal Zeit. Nimm die bitte. Mit dieser Ballern haben wir Zeit. Die warten schon. Die machen das so lange schon. Ich weiß gar nicht, wer das überhaupt ist, auf wen ich da schießen darf und wen nicht. Was Nützliches gefunden? Ach, jetzt bist du wieder nett. Die werden schon das sich ausmachen. Okay, jetzt aber. Jetzt ist auf einmal ruhig. Wird ja doch jemand gewonnen haben. Das ist einer von Ekliptik. Oh, ich bin ja immer noch unsichtbar, wo ich geschossen habe. Söldner sind sich doch zu gut dafür, eine Sternenwerft zu plündern. Das ist ja der Hammer. Dann bewege ich mich jetzt gar nicht mehr. Sarah, du gehst mir auf den Sack. Wir gucken natürlich nur, damit uns hinten keiner in Rücken fällt. Hier nochmal. Rotwein muss mit. Uns gleich mal reinhauen. Dann verapfel irgendwas. Milch. Nahrungskit, jawohl. Dann das Zeug, das Zeug. Hier weiteres Essen. Was ist das? Ja, auf jeden Fall. Bier. Rein. Hier ist eine Kantine oder sowas. Aber das Essen. So. Okay, keine Ahnung. Jetzt würde ich gerne meine Kamera wieder einschalten und ungläubig euch angucken. Aber wir können ja auch einfach kochen. Ah, okay, geht nicht. Erste Hilfe haben wir nichts. Was hat er erst so gemacht? Mir fehlt es so. Haben wir jetzt Kronk? Nein. Ja, ich meine, aber sowas brauchen wir eigentlich nicht, ne? Das würde ich wahrscheinlich. Ja, wir nehmen es halt jetzt mit. Vielleicht brauchen wir es dann doch nochmal. Das ist okay. Wahrscheinlich sind wir gleich wieder überfüllt, überladen, obwohl wir nur was zu essen mitgenommen haben. Ich weiß es, es wird so sein. So, okay, aber sonst, ja, ist halt Küche. Hier ist dann halt auch Küche, ne? Also, wenn jetzt da nicht ein Kochbuch noch rumliegt, dann können wir wieder gehen. Halluzinogen, dann tue ich das auch noch. Ein paar Pilze, jawohl. Superfood, das Zeugs. Ja. Siegel ist, weiß ich nicht, was das ist. Das habe ich halt einmal mitgenommen. Gut. Aber jetzt gehen wir in den Kampf, okay? Jetzt nehmen wir wieder Geschwindigkeit auf.
Sag mal, hast du die platt gemacht? Echt? Wahnsinn. Butchman. Keine Ahnung, was das ist. Was du? Nee. Zeugs. Nein, nein. Ja, ja, Musik beruhigt dich. Wir sind cool. Alles gut. Ich will nur kurz runterfahren. Hier, da ist, glaube ich, nix. Ne? Nein. Ja. So, wohin? Ist die Frage. Control Room, Conference Room, Medical. Ich glaube, nach da haben sie gekämpft, ja. Geheime Außenposten. Ausrufezeichen. Was haben wir denn da? Lies die Slate über die geheimen Außenposten. Lies ein Slate, Alter. So, das ist schon wieder seine Notizen. Das war's. Strukturell Thema. Geheime Außenposten. Treue gegenüber der Crew, schon klar, aber scheiß drauf. Tötet, wen es sein, wenn es sein muss, um nach Enebola LB zu gelangen. Dort gibt es einen geheimen Außenposten. Eine einmalige Gelegenheit. Schwingt deinen Arsch dahin. Bla bla. Hier haben wir jetzt gelesen. Was war das? Oh, Moment, was war das denn mit dem Helden? Ein verzinkter Helden. Navigator. Navigator haben wir auch. War das nur besser? Das ist richtig gut. Und beste Neger. Schaden Alien verzinkt. Ein Alien-Gegner. Es gibt Alien-Gegner. Aber vielleicht bloß Tiere. Da können wir. Oh, Moment, was mache ich denn? Mach dich doch gleich. Tschüss. Können wir dich gleich tschüss. Und sonst habe ich komische Sachen aufgenommen. Nein. Ja, habe ich ja, aber ich wusste nicht, was es ist. Wahrscheinlich unter Sonstiges. Okay, dann passt es. Super. Schon wieder ein episches. Also ich weiß nicht, was da abgeht, aber. Und Glück. Da habe ich ausnahmsweise immer Glück. Sonst irgendwas? Schoko haben wir, ja, den nehmen wir nochmal mit. Fernseher, Zeugs. Jetzt muss ich doch mal hier rein. Traudi-Klammer. Hört sich an, als ob man es nutzen oder gebrauchen könnte. Wieder was zu essen. Ich gebe so viel zu essen. Was ist denn hier los? Nicht das Buch. Nochmal Bücher, aber kein. Nein. Keine Ahnung. Ist das wichtig? Nein. Es liegt so viel rum. Es liegt unglaublich hier rum. Jawohl. Jetzt glaube ich mal die Zeit, dass wir unsere Splittergranaten abwählen. Also Quatsch, Splittermine. Splittergranaten rausholen. Komm schon! Ordnung ist das halbe Leben. Das wollte ich nur dazu sagen. Krass. Hier gibt es ja richtig gutes Lot. Richtig gutes Lot. Hier gibt es was Gutes zu loten. Okay. Seid ihr tot? Man kann es nicht wissen, ne? Ich stehe manchmal rum und sagen, oh, passt alles, obwohl gerade gekämpft worden ist. Wenn du schon plünderst, dann schnell. Ah, die Klappe. Oh, okay. Ja gut, die nehmen wir jetzt mit. Hallo? Nein? Hallo? Nein? Oh. Huch. Ich gucke immer so selten nach oben in dem Spiel. Sage ich und gucke wieder nicht nach oben. Alter. Alter. Was geht denn ab? Habe ich irgendeine Fähigkeit, die das begünstigt? 103, aber wie viel Schuss haben wir denn da? 79. Wir nehmen sie natürlich mal. Wir nehmen sie natürlich mal mit. Wir nehmen sie auch gleich so in die Hände. Schnell zieht sie, ja. Ah, und da oben sind bestimmt wieder welche.
Ne, pass auf, wir haben doch, so. Nee, wein jetzt nicht. Da, sowas in der Richtung, weißt du? Auch mit überbewertet. Also rein. Wollen wir es noch was suchen, Leute? Es klappt wahrscheinlich nicht. Naja, ich weiß nicht, ob das gezählt hat. Als Schleichangriff. Wird fast meinen, nein. Ist der Vorteil, wenn ich das wieder nicht auf eine Taste gelegt habe. Wie ist hier noch irgendwas? Ist hier noch was? Spinde. Schnell einen Spind machen. Natürlich, natürlich ein Poster von der Landschaft. Natürlich ist da ein Poster von der Landschaft drin. Ganz klar. Autoreifen. Gut, Autoreifen. Ist eine alte Basis. Autoreifen. Angriff! Wo sind sie denn alle? Sind sie jetzt wieder unten? Da unten? Warum war der jetzt unten? Ist auch egal. Gut, da ist doch schon mal ein Questmark. Jetzt wären wir in der Medic, in der Krankenstation waren wir jetzt nicht. Kann nicht alles sehen. Nicht alles sehen, ja doch. Ist ja leider so. Ja, da. So. Wir machen beim Essen weiter, oder? Wir machen einfach beim Essen weiter. Wir nehmen einfach nur Essen mit. Wir hätten Koch werden sollen. Wir hätten Koch werden sollen. Bildhauer. So wie hier. Fieber. Das wäre richtig gewesen. Was hier? Passt. Ich werde was übersehen. Ist mir jetzt auch egal. So, da hinten geht's ab, ja. Waren wir hier schon? Nee, weil von uns sind wir hochgekommen. Zigaretten kannst du selber rauchen. Oh, schön. Hui. Ich glaube, den habe ich fast original so zu Hause. Ich darf jetzt aber nicht sagen, was das ist, sonst lachen wieder alle. Da. Es war ein Aufsteller, ein Tablet-Aufsteller. Ein Handy-Halter. So. Hab's nicht gesagt. So, da waren noch ganz viele Gegner. Und sie sehen wirklich durch Scheiben. Gibt's doch nicht. Bin ich jetzt so entdeckt? Wie können die das machen? Ah, nee, das ist jetzt ganz blöde Idee. Was ist denn das? Einsteiger. Wobei, Einsteiger? Komm ja nicht, ne? Komm. Einsteiger haben wir Zeit. Für Einsteiger haben wir doch immer Zeit. Steigen wir erst richtig ein. Jetzt lasse ich es langsam. Ja, es ist besser, glaube ich, für mich. So, jetzt sind wir super viele Möglichkeiten. Der würde unten gehen. Der würde unten gehen. Der würde unten gehen. Und dieser hier. Dieser hier würde auch unten gehen. Also ist ein Tiger, oder? Weiß ich jetzt gerade nicht. Machen wir es so. Dann so. Dann habe ich keine andere Wahl, außer das und... Oh. Nein, wirklich? War ich jetzt wirklich verkackt? Hier. Auch unten irgendwas anderes. Jetzt bin ich natürlich wieder gehetzt, weil ich eigentlich weitermachen will. So, wenn du nur oben willst, dann gehst du auch nur da oben. Dann machen wir dich hier rein. Nee, so geht's gar nicht. Oh, wir haben das doch so gut drauf. Wieso haben wir es jetzt wieder nicht mehr drauf? Also das müssen wir jetzt schaffen. Anders geht's nicht. Pass auf, also mal ganz ruhig. Hier das Ding, das geht unten nicht. Das müsste eigentlich oben rein. Die Frage, wo? Geht's unten wirklich nicht?
So wird es nicht gehen, doch unten wird es gehen. Also hätten wir dann die Wahl noch das hier. Würde aber unten auch passen. Das hier hat irgendwie unten nicht hingehauen. So, eigentlich müssen wir den, glaube ich, verhindern, ne? Nee. Also den hier. Brauchen die hinteren da. Den da. Hier hin. Und den da dahin, denke ich. Jetzt habe ich ja wieder einen übrig. So vergesse ich den immer. Oh Gott, ich glaube, es wird diesmal nichts. Ich bin zu. Sprunghaft gerade. So, doch, jetzt haben wir es. Mein Gott, es war Einsteiger. Hat man aber auch schon mal besser drauf. Keine Ahnung, immer halt mal mit, weil wir es jetzt gefunden haben. Okay. Ja, okay, das hat man vorhin aber auch schon. Auch ohne. Was? Okay. Ernüchternd. Gut, aber so ist es halt jetzt. Sarah, du bist dabei, ne? Wollen wir mal wieder speichern, ausnahmsweise. Sarah, du bist sogar schon vorne. Wahrscheinlich hat sie wieder rein teleportiert. Natürlich hat sie sich irgendwie... der rennt aber. Der rennt aber. Sarah, bleibt halt hier. Also wenn es mit den anderen Begleitern auch so ist, ne? Die vielleicht sterben können, die mal mit teuer Geld gekauft hat und die dann sterben. Bloß weil die sich irgendwie blöd rein teleportieren. Dann ist aber hier Rambazamba. Was wartest du denn hier? Also das für eine Pistole ist nicht super. Ja, wenn du mit deiner blöden Frisur da reinläufst, ne? Entschuldigung schon wieder. Also, ohne Mist. Da ist es halt so. Werf ihn aber nicht gut, ne? Weit weg. Zu weit weg und wenig Munition. Oh, ich sehe es gerade. Epische Kampfmusik. Okay, das klingt doch nach einer ruhigen Zeit jetzt wieder. Gut, sind wir hier. Können wir schlafen? Ne, es sind immer noch zwei da. Ich sehe es gerade. Ich weiß aber nicht wo. Naja. Wir müssen wahrscheinlich sowieso nochmal unterbringen. Schon 40 Minuten. Eieiei, Leute. Tut mir leid, ich glaube, jetzt hat... Oh. Ja. Und diese Waffe
von dem auch unglaublich viel schon Munition haben dürften. Probieren wir das nächste Mal aus. Was seid ihr davon? Die ist gut. Können wir mal auf B machen. Auf B und ja, gefühlt. Ich ordne jetzt noch nicht rein. Ich habe dazu meine Ordnung, was so Waffen betrifft. Das habe ich noch aus Half-Life-Zeiten. So. Aber das brauche ich jetzt erstmal. Erstmal müssen wir es ausprobieren. 200, ja doch. Ja doch. Oh, schön. Ich mag Shotguns nicht. Ich muss wirklich sagen, ich mag Shotguns nicht. Außer wie sie aussehen. Aber im Kampf. Nein, danke. Aber beim nächsten Mal gucken wir mal, ob man sich vielleicht ausnahmsweise mal umstimmen lässt. Probieren wir das gleich mal an so ein. Wie heißt der? Ekliptik. An einen Ekliptik aus. So machen wir es. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken. Servus.